Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie wunderschön, dass du jetzt genau hierher gefunden hast. Mein Name ist Anastasia. Anastasia bedeutet der Anteil in mir, der verbunden ist mit allem, was ist, die Weisheit aus meinem Herzen. Hier eine Botschaft aus meinem Herzen für dich. Viele Menschen haben Angst. Viele Menschen sind extrem unsicher im Moment. Für viele Menschen ist es im Moment unglaublich herausfordernd. Viele Menschen wissen nicht, was kommt. Viele Menschen fühlen die Veränderung auf der Erde und in ihrem eigenen Leben. Was früher normal lief und Sicherheit gegeben hat, fängt an, mehr und mehr wegzubrechen. Veränderungen stehen zwangsmäßig oft an. Es ist absolut wichtig zu wissen, dass es niemals im Leben einen Grund zur Angst gibt. Angst existiert ausschließlich im Verstand. Und wie ich immer wieder sage, der Verstand gehört nicht zu uns Menschen dazu. Er wurde von den Anunnakis zu Atlantis auf die Erde in die Menschen hineingepflanzt, hat dafür gesorgt, dass die Atlantis untergegangen ist und dass wir von da ab in das Kali-Yuga-Zeitalter hineingegangen sind. Und durch die Verstandesführung, die immer stärker oder einfach sehr kraftvoll auf der Erde gewesen ist, haben wir das dunkle Zeitalter erfahren. Und es ist jetzt an der Zeit, jetzt im Moment, dass der Durchbruch zurück ins Herz auf der Erde möglich ist. Der Christus ist da. Und der Christus Impuls und das Christusbewusstsein hat damit zu tun, zu erkennen, dass das Göttliche in einem ist, über das Herz erreichbar ist. Der Christus ist allerdings im Ätherischen, im Feinstofflichen wirksam für die Menschen, die ihn dort wahrnehmen können. 2006 ist das das Ereignis, was mich zurückverbunden hat. Es war die zweite Christusbegegnung, die ich in meinem Leben hatte. Ich spreche da mehrfach in verschiedenen Videos drüber. Und ich wurde damals, weil ich so viele Fragen zum Leben hatte, was ich wirklich im Leben gestalten und erschaffen will, kam ich dieses innere Ereignis, wie gesagt, ich habe niemals Drogen genommen oder auch in irgendeiner Form wirklich nach sowas gesucht. Ich hatte diese Christusbegegnung, diese unfassbare, unfassbare Liebe, der mich mit einem Teil von ihm verbunden hat, wo ich dann verstanden habe, das ist die Oneness, die wir alle sind, das ist das Göttliche, was in allem ist. Jeder Mensch, jede Pflanze, jedes Tier und alles in der Schöpfung ist Ausdruck dieser einen göttlichen Energie, die alles erschaffen hat. Wir sind tatsächlich auf der wirklichen Ebene, die wir wirklich sind, ungetrennt. Trennung existiert nur in dem Verstehen von unserem Verstand. Dieser Anteil weiß, was, wo, wie passiert. Dieser Anteil ist pure Liebe. Das heißt, die Schwierigkeiten,
jetzt, in diesem konkreten Moment, die du erfährst in deinem Leben oder die letzten Jahre, sind eine Frage aus dem Bewusstsein, was Separierung und Getrenntheit, was aus dem Verstand kommt, loszulassen und wieder zurückzuverbinden, dich in die Oneness, in die Einheit, in dieses Göttliche in dir, was alles verbindet. Das bedeutet der Weg raus aus den Schwierigkeiten in den Segen. Das bedeutet raus aus der Angst in die Sicherheit. Das bedeutet raus aus Kriegen und Herausforderungen, rein in die Einheit, Verbundenheit mit allem. Das bedeutet aus dem Mangeldenken kein Geld haben und für sich irgendwie versuchen zu überleben, in Segen, in Fülle und in Reichtum und in Freude zu gehen. Aber dieser Punkt und dieser Weg und dieser Prozess ist für jeden Einzelnen zu gehen. Das bedeutet, es fängt damit an, wofür entscheide ich in meinem Leben, mich in meinem Leben? Folge ich der Angst oder folge ich der Liebe, die alles verbindet? Jetzt am 18. April startet ein neuer Kurs, die Liebe leben. 21 Tage wie immer auf Spendenbasis. Die Informationen sind hier unten drunter. Die Liebe zu leben, die wir wirklich sind, bedeutet, in die Verbindung zu kommen von der Liebe, die da ist und das Leben führt. Nein, es ist nicht die Angst, die das Leben führt, sondern die Liebe. Wenn wir erkennen, dass die Angst tatsächlich nur eine Fata Morgana ist, die uns von allem, was wir lieben, abtrennt. Wir als Menschen, wie ich immer wieder sage, funktionieren so, dass wir über unsere Gedanken und Gefühle unsere sogenannte äußere Realität erschaffen. Selbstverständlich erschaffen wir zwei völlig unterschiedliche Welten. Folgen wir der Angst oder folgen wir der Liebe? Natürlich ist es so, erstens mal lebe ich das und natürlich ist es so, dass der Prozess, wenn ich in Mangel, in Schwierigkeiten, in Ängsten und so weiter stehe, da bin ich selber in meinem Leben auch sehr ausführlich gewesen. Habe ich den Eindruck, die Sicherheit meine ich in mir, dass ich da von innen nicht rauskommen kann, weil ich habe ja wirklich kein Geld, ich habe ja wirklich diese Schwierigkeiten und es ist ja ach so arg, weil es könnte ja Krieg und sonst welche Geschichten kommen. Und jetzt geht es darum, aus dieser Gefangenschaft vom Verstand, der einem diese scheinbare Realität vorgaukelt, in das Manifestieren von dem, was ich haben will, zu kommen. Und zwar, dass ich meinen Ängsten begegne und meine Ängste entlasse und umschreibe in das, was ich haben will. Aus dem Opfertum ins Schöpfertum. Aus dem Außen hinein in die eigene Kraft. Ich gebe ein kurzes Beispiel im Konkreten, wie sowas ausschauen kann. Letzte Woche, nein, jetzt schon vor 2 Wochen. Gestern vor 2 Wochen ist mein geliebter zweiter Hund, also mein ältester Hund Marco, gestorben. Und ich bin meiner inneren Stimme gefolgt. Ich bin mit ihm in sein Lieblingsressort gegangen, um ihm die Chance zu geben, mit mir alleine vielleicht auch nochmal wieder zu heilen. Und ich habe ihn dann 2,5 Tage lang versorgt und war selber in tiefer Meditation, sehr, sehr viel erfahren und habe ihn begleitet über die Schwelle in eine andere Dimension, habe ihn gestreichelt und war einfach in Liebe mit ihm verbunden. Vor einer Woche war ich mit meinem Bruder im Süden von Bali. Ich war natürlich sehr traurig und doch war der Prozess so, wie er schöner hätte nicht sein können. Und vor einer Woche war ich mit meinem Bruder in Bali und er wollte Bilder kaufen
und ging an den Geldautomat, um Geld zu holen. Dort hat ihn von hinten ein Hund am Bein geleckt und ist ihm zu mir gefolgt, weil ich war bei dem Maler. Kam freudig zu mir, wie wenn er mich schon lange kennen würde, legte sich zu meinen Füßen und blieb dort liegen. Mein Bruder sagte: Schau, ich habe dir einen neuen Hund mitgebracht. Und ich sagte: Ja. Aber als wir wegfuhren mit dem Motorrad, ist der Hund uns gefolgt und ich sagte: Komm, bleib hier. Ja, du gehörst ja nicht, du gehörst ja sicher irgendwo hin. Aber der Hund hörte nicht drauf. Der Hund rannte uns mit dem schnellen Motorrad hinterher, ungefähr 2 Kilometer. Und dann sagte ich zu meinem Bruder: Du, da ist irgendwas. Wir müssen schauen. Der Hund kann ja jetzt nicht so weit wegrennen von zu Hause. Und ich hörte von innen: Gib ihm die Möglichkeit, aufs Motorrad zu springen. Und ich gab ihm die Möglichkeit, aufs Motorrad zu springen. Und er sprang zwischen mich und meinen Bruder und setzte sich dorthin wie mein Hund Marco. Und es war das Selbstverständliche mit uns, eine Stunde lang nach Hause zu fahren. Er fühlte sich pudelwohl dort und ich dachte: Okay, was soll ich machen? Das Leben hat entschieden. Es ist ein neuer Hund da und ich wollte gerne einen zweiten Hund haben. Und als er nach Hause kam, war das, seither ist das, also eine Liebe mit meinem kleinen Hund, der 10 Monate alt ist. Es ist ein Mädchen, was neu dazugekommen ist. Es ist natürlich die tollste Erfindung aller Zeiten. Tiefe Liebe zwischen den beiden, Frieden. Der Hund ist voller Liebe. Es ist wie ein Lichtwesen, wie ein Liebewesen, wie ein Engelwesen. Und es ist also, der eine Hund geht, der neue Hund kommt, der hat eine Verbindung zu dem alten Hund und bringt trotzdem eine neue Energie, eine ganz starke Lebensenergie. Wenn wir in der Lage sind, einfach aufzumachen fürs Leben, zuzulassen, keine Angst mehr haben, einfach zulassen, den Impulsen im Augenblick zu lauschen, zu tun, was jetzt in diesem Moment sich richtig anfühlt, nicht den Verstand um Rat zu fragen, sondern dem Herzen zu folgen, passieren einfach Wunder über Wunder. Mein Leben ist so voller Magie, Wunder und Erfahrungen, dass ich nur noch tief, tief ehrfürchtig bin vor der Liebe, die das Leben tatsächlich ausmacht. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass wir bereit sind, die Ängste, die Sorgen, die Vorstellungen von der Zukunft und auch die Vorstellungen aus unserer Vergangenheit loszulassen und in den Augenblick zu kommen und die Magie für uns, für die Magie zu öffnen, die da ist, die einfach leben möchte durch uns hindurch. Deine Frage in dieser Zeit, wo du Schwierigkeiten hast und wo du nicht weißt, wie es weitergeht, ist loszulassen. Ist loszulassen. Loszulassen bedeutet, die Gedanken, die Sorgen, die der Verstand produziert, die Ängste, die der Verstand produziert, tiefer zu sinken, in Meditation zu gehen, in das hineinzugehen, was dir wertvoll ist. Dich selbst zu entdecken, in die Verbindung zu dir selbst zu kommen, loszulassen, was da die ganze Zeit durch deinen Kopf hindurch heizt und dir von einem grauenvollen Leben erzählt. Und zu vertrauen. Vertrauen auf die Impulse, auf das, was von unten kommt, was in deinem Herzen ist, wo du spürst, das ist es, was du wirklich willst. Und dort hin zu shiften, dich dort innerlich hin zu wandeln, dass das Erste in deinem Leben wird und nicht mehr der ständig ungefragte, laute Verstand. Das ist handfest und konkret jetzt die Aufgabe in deinem Leben. Je mehr du in der Lage bist, die Gedanken wie Wolken durchziehen zu lassen oder wie Gewitterwolken, aber nicht darauf einzuhacken, sondern deinem Herzen zu folgen. Und das Herz spricht durch Gefühle. Gefühle sind direkter Ausdruck von Energien. Energien sind die Sprache des Universums, sind die Sprache der Einheit, der göttlichen Einheit, die alles verbindet. Wenn wir das machen, je mehr wir das machen, umso mehr löst sich alles schlicht und einfach komplett auf, was wir bisher dachten,
was unsere physische Realität wäre, wovor wir Angst haben müssten. Ich habe die Frequenz davon, ich vermittle dir direkt die Frequenz davon, weil ich das lebe. Und dein Herz hat mich ganz, ganz tief verstanden. Du bist hier, weil es genau darum jetzt in deinem Leben geht. Wenn du hier weitere Unterstützung haben möchtest, meine Homepage ist voll von wunderbaren 21-Tage-Kursen auf Spendenbasis. Lass dich von deinem Herzen führen. Ich habe eine Mastermind, die das ganze Jahr hindurch geht, die diese Frequenz hält, um in das Neue übergehen zu können. Es gibt so viele Möglichkeiten, in Kontakt mit mir zu kommen. Wir haben auch hier in Bali jetzt ein Ajuna Center gegründet, wo wir Menschen konkret physisch auch unterstützen und helfen, den Turnaround im Leben in die volle Anbindung hinein zu bewerkstelligen. Du kannst gerne in Kontakt treten mit uns. Alles, was du brauchst, findest du hier unten drunter. Und wenn du weißt, dass dieses Video wertvoll ist, freue ich mich über deinen Daumen hoch. Wenn du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, freue ich mich, wenn du dieses tust. Und ich freue mich sehr, wenn du dieses Video an alle weiter verteilst, wo du weißt, es ist wichtig für sie, das zu hören. Denn das bringt meinen Kanal weiter in die Sichtbarkeit auf YouTube. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du bis hierher gehört hast. Und ich bin sehr, sehr dankbar für dich, dass dein reines Herz dich hierher geführt hat. Und freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Bis dann.